Hallo und herzlich willkommen bei den Viva Top 100. Heute geht's von hinten nach vorne durch die offiziellen deutschen Charts, so wie immer. Aber wir haben natürlich nicht nur Musik für euch, sondern auch einen fulminanten Gast, nämlich ist Caro Dauer da. Sie ist nämlich Teil der It Girl Squad, die zu den EMAs gehen und ich bin sehr, sehr aufgeregt, was sie so alles zu erzählen hat. Und wir haben natürlich auch sehr nice Sachen für euch da draußen zum Verlosen. Zum einen diese nagelneue, heute rausgekommene Peter Maffay Unplugged Platte und einen riesen fetten Moment, schwer, Rucksack, größer als ich, den habt ihr auch zu gewinnen, den packen wir nachher auch noch aus. Aber jetzt geht's erstmal los mit ein bisschen Musik. Und zwar haben wir Offenbar featuring Nick Waterhouse mit Kachi. Gesundheit, vielen Dank, auf der 100. Sind wir wieder zurück und da ist auch schon unser erster Gast. Sie ist Model, sie ist Fashionista, sie ist überall und jetzt ist sie heute auch hier. Caro Dauer! Herzlich willkommen! Nimm Platz! Dankeschön! Wie war der Tag heute? Super! Alles, ich habe heute den ganzen Tag geshootet, hat viel Spaß gemacht. Ja. Sehr gut. Ist das quasi ein typischer Tag, wie man sich den so vorstellt? Es gibt nie einen typischen Tag, deswegen, ja, es geht von Shooten zu Traveln zu viele Meetings haben, Mails machen, den ganzen Tag am Rechner hängen. Ja, bunt gemischt. Für alle Leute, die dich nicht kennen, was ist denn so deine Berufsbezeichnung und was genau machst du eigentlich? Du hast jetzt genau in die Wunde getroffen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, ne? Ich kenne das selber. Ja, also es gibt ja diesen Begriff Influencer, genau, den ich irgendwie nicht so gerne höre. Es ist ein bisschen negativ behaftet, ja, finde ich. Ja, wegen Influencer. Ja, ist ja was. Ja, da sind wir genau wieder. Nee, also ich würde einfach sagen, ich habe Instagram als meine Hauptplattform, wo ich mein Leben zeige, mein Leben mit meinen Followern teile. Und ja, und es ist, glaube ich, eine Art Entertainment, es ist eine Art Business, das ich mir aufgebaut habe. Ja, und es ist mittlerweile viele Design-Kooperationen auch und ja, ich bin auch eine Art Manager, weil ich kein Management habe. Ich habe jetzt auch Schauspielunterricht begonnen und wow, es ist viel, was man machen kann. Also es ist, man kann quasi sagen, was zwischen Mode, Entertainment, Medien, ja, eine bunte Mischung, was ich eigentlich mache. Du bist Teil der It Girl Squad. Ist das ein Wort, womit du dich identifizieren kannst? It Girl? Es hört sich ein bisschen, It Girl hört sich auch so ein bisschen an, was macht sie eigentlich? Sie macht eigentlich nichts. Aber dann frage ich mich, was ist Alexa Chung? Weil ich finde Alexa Chung zum Beispiel super cool. Paris Hilton ist auch cool. Ja, ja, aber sie hat auch schon wieder diesen Blondie, weißt du, diesen Ruf. Und ja, im Grunde genommen geht es darum, wie bist du als Person? Bist du cool oder nicht? Und ja, bist du offen, ehrlich, authentisch? Und ich finde, das sind einfach wichtige Kriterien, die man mitbringen sollte. Das stimmt. Wir schauen uns jetzt auch eine Dame an, die ziemlich authentisch ist und die EMA-Moderatorin vom letzten Jahr war. Wir haben Bebe Rexha mit Meant to Be. Neuvorstellung. As long as you ride here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. Let's not make it complicated, labels are so overrated. Let's not make it complicated, rules are meant for breaking, baby. Let's not make it complicated, why don't we just go get naked?
Willkommen zurück bei den Viva Top 100. Caro Dauer ist heute bei mir zu Gast. Ist es ein bisschen seltsam für dich, in einer Musikshow zu sitzen? Es ist für mich eine Ehre, hier sein zu dürfen, weil es ist ja wirklich, ich bin sehr musikbegeistert und freue mich, hier zu sein. Auch musikbegabt? Leider nein. Also ich habe wirklich jedes Instrument probiert. Ich habe Klavier gespielt, Blockflöte, Schlagzeug, alles Mögliche. Meine Mutter hat mich überall hingeschickt. Hat nicht funktioniert. Singen kann ich auch nicht, deswegen... DJ, wie Paris Hilton, da sind wir wieder. Ach ja, vielleicht irgendwann. Tanzen? Ja, ich habe Hip-Hop gemacht, ich habe Ballett getanzt. Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Der nächste Musiker könnte auch Model sein, nämlich Vincent Weiss. Der wurde vom Publikum in diese Best German Act Abstimmung gewählt. Also herzlichen Dank nochmal an euch, dass ihr so fleißig gevotet habt. Hier ist er jedenfalls mit Frische Luft auf der 81. Ich werd dich sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wär besser zu gehen. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nimm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Cause when it all falls down, then whatever, when it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye, when it all falls down, when it all falls down, I'll be fine, I'll be fine. Das sind wir wieder zurück. Caro Dauer noch bei mir. Du hast eben schon erzählt, Instagram ist so deine Plattform. Nach welchen Kriterien suchst du ein Foto aus, was du hochlädst? Oh Gott, es gibt keine Kriterien. Bei mir ist alles so nach dem Bauchgefühl, muss ich sagen. Es ist immer free und ja, und da, ich bin froh, dass ich das so machen kann, dass ich keine Kriterien habe, woran ich mich festhalten muss. Deswegen, ja, einfach nach dem Bauchgefühl. Und hast du quasi einen festen Fotografen, der für dich Fotos macht? Oder ist es immer, wer gerade dabei ist? Mach mal Foto. Ich muss schon sagen, ich habe meine Lieblinge, mit denen ich immer gerne Fotos mache. Aber oft ist es natürlich auch mit dem iPhone. Und dann drücke ich das meiner Schwester, Freunde, Mutter in die Hand. Manchmal auch dem Taxifahrer. Ah. Ja. Sehr gut. Ich hätte gerne andersrum, wie der Taxifahrer dann so völlig überfordert. Nee, den positioniere ich. Dann sage ich hier so der Winkel. Ich stelle mich vorher hin und schaue und stecke das alles genau ab. Und dann wird das gemacht. Hast du Vorbilder? Es ist ja ein sehr neuer Job sozusagen. Mhm. Quasi du, ich, wir sind so ein bisschen die erste Generation. Aber genau. Gibt es jemanden, wo du sagst, da wäre ich gern? So wäre ich gern? Vorbild quasi nicht. Es gibt halt viele verschiedene Menschen, die ich kennenlerne im Leben und wo ich denke, okay, die Person hat coole Charakterzüge, die Person, das finde ich cool, was sie macht. Ich finde es cool, wenn man altruistisch handelt, um jetzt mal ein bisschen Name-Dropping, ein bisschen intellektuell das zu machen. Das bedeutet, dass man halt nicht mit einer Intention handelt, okay, das hilft mir jetzt, sondern einfach Nächstenliebe und einfach das macht, was einem jetzt nicht auf den ersten Blick weiterhilft, sondern einfach, weil man nett ist, weil man einer Person hilft und so, das finde ich cool, wenn man so ist. Und ich finde aber, ja, wenn ich jetzt Mädels sagen würde, ein Stil, den ich cool finde, ist Alexa Chung wieder da. Alles klar, aber viele junge Mädchen sagen bestimmt auch, du bist ein Vorbild für sie. Oh Gott. Fühlst du dich? Ich werde rot. Wenn also ich finde es natürlich super cool, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich finde das cool, was du machst. Ich finde deinen Stil cool, ich finde dich als Person cool oder wie auch immer. Oder manchmal schreiben mir sogar Leute, wenn ich deine Instagram-Story gucke, wenn man jetzt mal... um persönlich zu werden, dann sagen sie, ja, du heiterst mich auf. Das freut mich natürlich. Und ist für mich immer schwer greifbar. Und ja, und auch wenn jemand auf der Straße auf mich zukommt und sagt, hey, können wir ein Foto machen? Ich finde dich total cool. Dann manchmal kommen wirklich Mädels zu mir, wo ich mir denke, wow, okay, ich bin total beeindruckt, dass jemand überhaupt mir folgt und sich das anschaut. Ich hatte auf der TinCon tatsächlich ein Mädel, was nach einem Vortrag zu mir kam und meinte, ja, ich wäre gern wie Caro Dauer. Kannst du mir sagen, wie ich das werde? Und ich so, pff, ey. Voll süß, ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich kann es, vielleicht ist das Geheimnis eher zu sein wie ihr selber und nicht wie jemand anders. Genau. Da denkt mal drüber nach. Wir schauen jetzt den nächsten Musiker an. Und zwar haben wir auch einen EMA-Performer, und zwar Liam Payne. Bist du One Directions-Fan? Ja.
warum nicht? Vielleicht nicht Fan, aber ich, ist wenn es im Radio läuft, mache ich dich weg. Ich mit. Hier ist er jedenfalls mit Strip That Down auf der 61. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Come on, strip. Willkommen zurück bei dem Viva Top 100. Am 12. November sind die MTV EMAs in London. Das ist immer sehr aufregend für uns alle hier. Und du bist mit der It Girl Squad da. Was ist das überhaupt? Wer ist da drin? Ja, ich weiß selber noch nicht, wer dabei ist. Was? Es wird, glaube ich, relativ überraschend. Aber ich weiß, dass einer aus Amerika kommt, einer aus Lateinamerika und aus der ganzen Welt. Und ich darf, glaube ich, so Nordeuropa vertreten. Oh, ja, heißt, auch sehr geehrt. Du weißt auch gar nicht, was die Kriterien dafür sind. Nee, ich wurde ja, beschlossen anscheinend, ich darf mitkommen. Und da muss ich MTV nochmal fragen, was denn die Kriterien sind. Nee, da müssen wir alle ordentlich gucken bei dir wahrscheinlich auf Insta. Ja, ich bin Backstage unterwegs. Oh, ja. Wen würdest du denn gerne nominiert sehen? Der vielleicht jetzt auch nicht dabei ist. Oh Gott, der nicht dabei ist, aber auch wer dabei ist, auch okay. Ich finde Shawn Mendes ja cool. Ah. Aber das ist jetzt auch mal eine Überraschung. Ah. Den kennt man gar nicht. Ja. Nee, ich find ihn echt einen guten Musiker. Wahrscheinlich ist Ed Sheeran auch wieder dabei. Alle so, die man kennt. Ich weiß nicht, ob Justin Bieber dabei ist. Ich finde Justin Bieber auch immer cool. Ich bin Belieber since day one. Auch die neuen Sachen? Alles. Alles. Ja. Auch die neuen Tattoos. Auch als alle meinten, er wäre uncool und nee, uncool. Ich fand ihn auch da cool. Das meine ich mit authentisch sein, auch wenn alle sagen, nee, ist aber so, fand ich ihn auch cool. Ich fand ihn immer cool. Ich sitze hier dann. Er darf hier sitzen. Auf deinem Bein. Wir haben jetzt jemanden, der auch nominiert ist. Und zwar hat er einen Cap und eine Brille. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Es ist Mark Forster mit Kung Gong auf der 53. Kung Gong, Kung Gong. In meinem Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Kugong, Kugong, Telegramm nicht angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono, mein Herz ist Paul und John. Kugong, 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 Kugong. Ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. Alter Krach umsonst. Kugong, Kugong. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. Das war der Host der diesjährigen EMAs und zwar Rita Ora mit Your Song. Schaust du The Voice? Nee, ich schau ehrlich gesagt gar kein Fernsehen. Aha. Nicht mal Netflix. Wow, was machst du dann? Was mache ich? Ja, ich E-Mails, ich weiß es nicht. Schlafen, E-Mails und das war's. Ja. Aber als Kind bestimmt, oder? Ja, da habe ich Fernsehen geguckt. Pops. Da gab es noch keinen Netflix. Das stimmt. Popstars damals oder irgendeine Castingshow? Ich glaube, ich habe Jeremy's Next Topmodel geguckt und ich habe sehr viel MTV The Hills und diese ganzen Sachen geschaut. The City oder was es alles gab. Ja. Abgefahren. Wir müssen aber trotzdem nochmal zu The Voice zurückkommen. Und zwar habe ich sehr lange überlegt, in welches Team man gehen würde. Weißt du, wer dieses Jahr Teamleader sind? Aber ist nicht Lena dabei? Ich glaube nicht. Oh.
Dann nicht. Naja, macht nichts. Viele Leute sagen ja immer, sie würden zu Samu gehen. Und das spiegelt sich auch in den Chartpositionen wieder. Den kenne ich auch. Ne? Und der ist auch cute irgendwie. Der ist so der Konsens-Pop-Rock-Mensch, finde ich. Also da können sich irgendwie alle drauf einigen und alle wollen auch immer zu ihm. Und mit Sunrise Avenue, deren neues Album, ist auf Platz 1 eingestiegen. Und auf der 43 ist jetzt ihre Single I Help You Hate Me. Zurück bei den Viva Top 100. Caro Dauer hier bei mir, die über 2500 Fotos auf Instagram hat. Sehr peinlich. Und du hast auf fast jedem Foto andere Klamotten an. Oder sogar auf jedem anderen Foto. Was passiert mit den ganzen Klamotten? Meistens sind es Ausleihen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die meisten Sachen sind Ausleihen oder bei einem Shoot. Entschuldigung. Ich vergesse das immer. Wie ein Eis. Ja, genau. Sind viele Ausleihen und ja, wie gesagt, weil man ja ein Foto macht und dann war's das natürlich. Aber zum Beispiel die Schuhe, die trage ich so ungefähr jeden Tag. Ja, wir sind heute Schuh-Sisters so ein bisschen, und ne? Jeans. Jeans ist ja teilweise, da kann ich auch mal die gleiche anhaben und sieht dann vielleicht wie neu aus, neu gestylt mit einem neuen Blazer. Das stimmt. Aber kaufst du dir überhaupt noch Klamotten? Ja, ich muss sagen, ich kann ganz schwer so an bestimmten Läden, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, solchen Läden vorbeigehen. Und ja, ich liebe Mode einfach. Ich könnte immer shoppen gehen. Das klingt auch toll. Ja, nee, ich liebe es einfach. Aber auch, gibt es kleine Designer, wo du sagst, die supportest du? Ich liebe William Fan, ich liebe Marina Hörmann-Seder. Ja, viele Deutsche. Ich liebe auch, warte. Es gibt so viele tolle. Ich war jetzt auch gerade in Paris, hat sogar eine tolle Designerin gezeigt. Ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall die deutsche Mode unterstützen. Und ich finde es mega cool. Ja. Support your local artists, yes. Leute. Hast du ein Lieblingsjahrzehnt, wo du sagst, da wäre ich lieber geboren? So 80s oder? Ja, 80s ist, glaube ich, ziemlich cool. Das könnte ich mir gut bei dir vorstellen, ey. Mit so einer großen Frise. Blazer kann bleiben. Genau. Ja, wir kommen jetzt zu einer Musikrichtung, die ihre Wurzeln auch da ein bisschen früher noch, aber auch ungefähr da ging es so richtig ab hatte. Und zwar Hip-Hop mit Contra K. Der rappt zwar auf Deutsch, ist egal, hier ist er mit Soldaten 2.0, passend auf der 22. Weg von naiv, alles für mein Team. Doch meine Freundschaft muss man sich verdienen. Abheben ist gefährlich, denn man fällt zu tief. Und Respekt kriegt man nur, wenn man auf denselben Kopf. Die Soldaten im Herzen kennt, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon. Diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt. Soldaten im Herzen kennt, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon. Diese Aura Beton. Und oh Gott, bin ich dankbar für das, was noch kommt. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky or not, lucky or not, lucky or not. Sind wir wieder. Caro Dauer ist bei mir. Viele würden sagen, das, was du machst, ist deren absoluter Traumjob. Der hat viele gute Seiten, aber was nervt denn auch manchmal? Also ganz ehrlich, sind es oft Flugverspätungen. Die Leute sehen natürlich nur, oh, jetzt ist sie in der Stadt, jetzt ist sie in der Stadt. Aber bei ganz vielen Städten sehe ich auch nur den Flughafen und die Straßen und bin nur kurz dort und dann wieder geht's weiter. Aber ich möchte mich überhaupt nicht beschweren. Ich liebe das, was ich mache.
ich glaube, das Größte und Tollste für mich ist, dass ich andauernd neue Leute kennenlerne, wie heute dich zum Beispiel. Ich hätte dich sonst nicht kennengelernt. Und ja, es ist, also für mich ist es ein Traumjob, für viele vielleicht nicht. Gerade zum Beispiel meine Schwester oder meine Family, Freunde sagen so, Gott, wie machst du das eigentlich immer? Dass irgendwann kippst du so um. Wirklich, weil ich so ein, die ganze Zeit ein Pace habe, du schläfst wenig, du, ja, es gibt dauernd irgendwo ein Problem, irgendwie überschneidet sich was, irgendwas passt nicht, irgendwie, ja, ich habe ja auch Abgaben zu machen, Mails zu schreiben, Mails, ganz großes Furchtbar. Wort. Ich kriege 100 Mails oder was auch immer am Tag und bin auch sehr gewissenhaft, sehr deutsch, immer alles pünktlich und so weiter, deswegen, ja, wird's kribbelig, wenn ich was nicht beantwortet habe oder so, dann kann es manchmal sein, dass ich nur 3 Stunden schlaf, aber... Sieht man mein nicht. Jüt. Ja, das ist der Concealer. Das ist ein Make-up. Neue Leute lernst du wahrscheinlich auch bei den EMAs kennen mit deiner coolen It-Girl-Squad. Und wir verlosen jetzt dieses große Ding hier. Der ist nicht nur groß, sondern auch voll. Und wir gucken jetzt mal Live-Unboxing, was da überhaupt drin ist. So. Du musst ziehen. Ja? Ich halte. Das ist eine Regenjacke. Nee, oh, eine Bomberjacke. Das ist eine Bomberjacke. Sehr nice. Außerdem... Hier. Noch ein Longsleeve, auch nice. Und was haben wir noch? Oh, Koffertag. Das ist immer gut für alle Leute, die einen schwarzen Koffer haben. Die hängen das einfach dran und dann finden sie ihn schneller auf dem Band. Welche Farbe hat dein Koffer? Gott, ich habe so viele verschiedene Koffer. Ich habe auch sehr viele hässliche tatsächlich, weil es mir oft passiert, dass ich in der Stadt bin und dann auf einmal... so viel eingekauft habe? Ja, oder dass ich theoretisch mit so einem kleinen Koffer komme und dann verlängert sich irgendwie ein Aufenthalt, ganz besonders in L.A., weil es so schön warm ist und toll. Ja, und dann kaufe ich irgendwo so einen Ramschkoffer und dann komme ich mit dem nächsten pinken Koffer wieder und am grünen und dann bei dem hässlichsten, weil die hässlichsten natürlich auch am billigsten sind. Ja. Das ist schön. Ja, aber wenn ihr jetzt dieses schöne Paket für euch gewinnen möchtet, dann müsst ihr einfach nur schreiben, auf welchen Auftritt freut ihr euch ganz besonders bei den EMAs. Einfach unter dem Hashtag VivaTop100 schreiben, auf wen ihr euch freut und dann gehört das Ding vielleicht bald euch. So, ich lese euch mal ein paar Auftritte vor, die kommen. Und zwar... Jetzt bin ich auch gespannt. Die Killers. Großer Fan. Das würde ich wahrscheinlich twittern. Demi Lovato, Shawn Mendes, Travis Scott, Clean Bandit und auch French Montana. Cool. Du bist Fan, habe ich gehört. Ja, das Lied, was jetzt vielleicht kommt. Es das ist nämlich finde ich sehr cool. Unforgettable. Auf der 16. Willkommen zurück, Caro Dauer bei mir, die zu den EMAs fährt. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich zugeben. Weißt du schon, was du anziehst? Ja. Oh, ja. Darf schon gespoilert werden oder ist es geheim? Darf ich jetzt... Ja, das ist was ganz Besonderes. Das habe ich ehrlich gesagt, ich war in Paris für einen Shoot und da hatte ich noch einen Vormittag Zeit. Dann habe ich genau das Kleid gefunden und dann habe ich es... habe ich angefragt bei der Marke, habe ich gesagt, darf ich genau das Kleid anziehen und ich darf es anziehen. Ich sage es vielleicht noch nicht, oder? Überraschung. Ah, Überraschung. Es ist sehr toll. Suspense. Wenn du auf so ein Event fährst, bist du dann eher jemand, der sagt, okay, ich mache es bequem oder ich mache es glamorous? Also ich meine, bei den EMAs, da kann man ja schon mal was zeigen, was man hat oder beziehungsweise es ein bisschen schick machen, aber ich finde... Bequem ist auch immer wichtig, gerade auch bei Schuhen super wichtig, weil sonst hast du nichts vom Abend. Aber man sitzt ja, ne? Ja, aber später, du weißt selber, wie es ist, ne? Dann stehst du an, dann Fotocall, dann stehst du weiter, dann willst du Tough essen. Tough life. Ne? Mann. Du weißt ja, wie das ist. Du musst in der, da sitzen und ja, auch noch tanzen. Mann, also manchmal, ne?
Warst du schon mal in Alaska? Nee. Da, irgendwann so ein Schneeshooting. Ja, würde ich gern machen. Bin für alles zu haben. Wir kommen jetzt nämlich zu einer Band, die aus Alaska kommt, aber lustigerweise heißt sie Portugal The Man. Und vielleicht können sie uns ja mal irgendwann selber erzählen, warum das so gekommen ist. Das war ursprünglich mal, es ist eigentlich immer noch eine Indie-Rock-Band, die es sehr lange gemacht haben. Und jetzt geht's auf einmal durch die Decke, weil sie Werbung für ein großes Internet-Auktionshaus gemacht haben. Ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Hier sind sie jedenfalls mit Feel It Still auf der 12. Da sind wir wieder und wir haben Big News, nämlich ein neues MTV Unplugged. Peter Maffay, heute ist das ganze Ding rausgekommen und ihr könnt es gewinnen. Ihr müsst einfach nur unter dem Hashtag VivaTop100 schreiben, was euer Lieblingssong von Peter Maffay ist. Bist du into Peter Maffay? Ja. Wirklich? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es lange nicht mehr gehört. Ich hatte so viel zu tun. Das ist einfach an mir vorbeigegangen. Das ist gar nicht schlimm. weil wir schauen uns jetzt nämlich die Single Leuchtturm an mit Jennifer Weiss von Jennifer Rostock. Die kennst du doch bestimmt, die kenn ich. Oder? Ja. Wie findest du die? Cool. Ja, ne? Ja. Jennifer Rostock kann man immer machen. Hier sind sie jedenfalls. Neuvorstellung. Kein anderes Segel in See. Die Mannschaft am Bord, atemmüde und spät. Keiner sagt ein Wort, so uns müde das Meer. Wir steuern in Richtung unbekannt. Doch wir sind ein Land, wo gestern noch ein Licht war. Ist heute kein Licht mehr sichtbar. Ist unsere Leuchtturm ausgebrannt. Doch wir sind kein Land, wo alles auf dem Spiel steht. Quiet for so long. I found peace in your violence. Can't help me, there's no point in trying. I'm out of mind, and I've been silent for so long. Willkommen zurück bei den Viva Top 100. Es ist Glücksradzeit. Einmal drehen, bitte. Gewinne ich jetzt was? Ich glaube nicht. 100.000 Euro. Und ein Babyhund. Oh ja. Was ist deine Lieblings-Babyhundrasse? Husky. Oh. Oh. Was ist es? Es ist? Ich glaube Pflicht. Ja. Ja, dann okay. Bitte einen blauen ziehen. Hier, darf ich gucken? Klar, du musst sogar vorlesen. Leer deine Hosentaschen aus. Oh, das ist... Ich hab nichts. Nichts drin? Obwohl, warte. Hab ich vielleicht hier was? Oh, guck mal, ich hab hier noch Naschi-Papier. Mauam. Nee, aber sonst hab ich nichts. Ich hab nichts zu geben. Oh, oh Mann, leid. Nur Müll. Nur Müll. Na gut, aber immerhin erfüllt. Sehr gut. Wir sind jetzt nochmal bei Portugal The Man. Überraschung, denn der Rapper Casper ist ein Riesenfan von denen und wollte sie dann gerne als Vorband, was auch passiert ist. Und dann haben sie ihn in Amerika als Vorband genommen, was total witzig ist, weil er rappt ja auf Deutsch. Aber naja, warum nicht? Hier ist er jedenfalls mit Lass sie gehen als Neuvorstellung. Abgang und lasse die stehen.
Willkommen zurück. Wenn ich schon mal jemanden wie dich hier sitzen habe, gibt es Fashion-Trends für dich 2018? Ich muss sagen, ich bin ja gerade vom Fashion-Monat zurück. New York, Paris, London, Mailand. Genau. Und ich muss sagen, sehr viel Glitzer. Sehr viel Sparkling. Alles ist Sparkling. Und ich habe hier auch Schnurringe. Die sind auch aus der neuen Saison quasi. Und auch ja, hier sind ja zwei verschieden große. Ist auch, ja, mag ich sehr gerne tragen. Ah. Manchmal trage ich auch nur einen. Und dann fragen mich ganz viele, hast du einen Ohrring verloren? Aber mittlerweile fragen mich nicht mehr so viele. Da wären wir wieder bei den 80ern. Ich habe auch das Gefühl, Primärfarben wird vielleicht eine Sache. Ja. Und grün. 2018. Ich trage schon 2017. Das wird sehr schön, wenn Leute dann nur so einfache grüne Sachen anhaben. Dann kann man sie nämlich immer freistellen und Schwachsinn mit ihnen machen. Das würde mir gefallen. Ich habe gehört, du studierst BWL. Momentan pausiere ich tatsächlich, aber ich habe 2,5 Jahre BWL studiert. Ich habe auch bei einem großen Headhunting-Unternehmen gearbeitet, als Werkstudentin, ja. Und es hat mir auch super Spaß gemacht. Also da würde ich immer wieder zurückgehen, wenn es ja vorbei ist, wenn die Leute keinen Bock mehr auf mich haben. Ja, BWL war relativ trocken natürlich. Statistik, Mathe, Klipapo. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall, wenn es nicht klappt, in die Wirtschaft gehen und ja. Mir fehlt eigentlich nur noch der Bachelor und 2 Klausuren und ja. Ah, das kriegt man auch hin. Das würde ich dann auch noch. Heißt, du würdest auch all den jungen Mädels da draußen sagen, sie sollen erstmal was Ordentliches lernen und dann... Ja, also wenn die Leute sagen, ja, ich will Influencer werden oder... Ja. Es ist, glaube ich, nicht wirklich so, dass man es wird oder dass es jetzt wirklich so eine Job-Description ist oder so, sondern dass man einfach ja, erstmal das machen sollte, was man... mag, was einem Spaß macht, wenn man es dann durch Fotos begleitet, wie durch Instagram und Leute es anschauen und man, sag ich mal, erfolgreich wird oder wie auch immer, was heißt Erfolg, ist ja die Frage, aber dann kann man es machen oder wie gesagt, wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, sollte man, glaube ich, aber auch nicht traurig sein oder verzweifelt oder wie auch immer, macht das, was euch Spaß macht, aber auch vielleicht was studieren. Macht die Eltern happy. Ja, ich muss auf jeden Fall mein Studium auch noch beenden, Leute, sonst... Kann ich mehr nach Hause kommen. Oh, gibt's nichts zu Weihnachten. Nee. Wir kommen jetzt zu einer sehr talentierten Dame, nämlich Sia. Fan? Ja, großer ich Fan. Auch. Ich liebe ihre Videos. Ja, auch die ganz alten Sachen, alle super. Wenn ihr die nicht kennt, setzt euch mal einen Abend hin, macht euch eine Tiefkühlpizza, guckt euch die alle an oder macht eine frische Pizza noch besser. Hier ist sie jedenfalls, featuring Zane mit Dusk Till Dawn auf der 4. Ein letztes Mal willkommen zurück bei den Viva Top 100. Wir machen jetzt erstmal ein Foto von dir für die Wall of Fame. Okay. Ich habe das Instagram-Gesicht gesehen. Ich möchte ein Gesicht, was du sonst nie machst. Echt? Okay, warte. Mit Justin, ja, sehr gut. Das ist ein sehr schönes Foto geworden. Aber. Was steht. Oh ja, er hat schon viel mitgemacht hier inzwischen. Was steht an bei dir in naher Zukunft? Ich bin jetzt tatsächlich auch im November viel unterwegs. Ich bin in München, London, Shanghai, Hongkong, LA, New York, Miami,
Und dann ist Weihnachten. Ja. Da bist du aber zu Hause? Ja. Ich bin auch ein sehr großer Familienmensch. Mhm. Ja, meine Mama kommt auch morgen, mein Papa, meine Schwester ist hier gerade in Berlin. Morgen ist ein großes Event und dann nehme ich meine Family mit. Ah, voll gut. Aber neigst du dann auch manchmal so ein bisschen zum übertrieben Feiern? Gar nicht. Also ich bin tatsächlich sehr pflichtbewusst und diszipliniert, in Anführungsstrichen. Und auch wenn ich dann lange weg bin, ich trinke nicht oft und häufig, weil man am nächsten Tag dann immer so matschig ist. Aber wenn, kann ich auch morgens aufstehen. Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Ja, kann auch arbeiten. So sieht's aus. Wir kommen nämlich zu einem Herren, der auch mal hier war und die Nacht davor gut durchgefeiert hat und dann ja, ein bisschen zerstört hier saß, aber wir mögen ihn trotzdem und gönnen ihm sehr den Erfolg. Auf Platz 1 ist Bowser mit Was du Liebe nennst. Vielen Dank fürs Hiersein. Dankeschön. Viel Erfolg noch. Fühlt euch digital im Abend da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Komplett auf Amis, voll auf Sendung. Oh Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht.